Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und mit mir dabei ist der Ragen. Hohoho, hohoho. Und wir spielen wieder eine neue Runde Path of the Exilesen. In the Pyramiden, ganz oben. Pyramiden? Also, noch Nein, das ist voll geil. Die Pyramiden. Das ist mal eine heiße Ische. Die Pyramiden. Ah, so könnten wir uns den. Oh, so könnten wir uns den Scarlet Blade nennen. Genau, die Pyromizen. Da steht ja die Gildenplanung noch aus. Richtig, genau, weil das geht, glaube ich, erst ab Level 24, keine Ahnung. Und sowas, da ist ein Boss drunter. Da ist bestimmt ein Boss drunter und ich glaube nicht nur einer, sondern zwei. Temperbots. Und ich habe keinen Mana mehr. Und ich wurde gerade weggeportet. Das weiß ich nicht, da ist der Boss. Yay! Oh, möchtest du sterben? Das wäre echt super dufte von dir. Nein, nicht ich sterben. Boss sterben. So. Oh, hör doch mal auf mir rumzuprügeln. Hoppala. Oh, fuck. Ah, da sind noch irgendwelche Tote. Ah, warte, ich versuche da mal ranzukommen. Au. Ich bin gefroren, ich bin tot. Okay, ich versuche da doch nicht ranzukommen. Ich versuche hier rauszukommen. Oh. Und im Moment, ups. There will be bugs. Bitteschön. Ja, ich sehe es gerade. Zunk! Hallo. Hallo. So. Welcome back. Thank you. Oh, dieses Rumgelecke, das stört mich gerade ein wenig. And now it's glow to kill all these enemies. Ich bin so toll. Ja, ich weiß, Eigenlob stimmt und so. Stinkt und so. Stimmt. Stimmt auch. Eigenlob stimmt und so. Tralali und Tralalo. Habe ich den jetzt noch nicht eingesammelt? Keine Ahnung, hast du es noch nicht eingesammelt? Oh nein, ich werde die ganze Zeit wieder zurückgeportet, ey. Ich kriege ja. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, eingesammelt. Echt langsam die Kratz. Ja, ich habe den Buff wenigstens schon mal. Okay. Möchtet ihr... Das wäre super toll, wenn ihr sterben würdet einfach. Oh ja. Also gar... Auch gar nichts dagegen. Die! So, der Totem ist auch weg. Oh, bitte nicht die ganze Zeit einfrieren, ey. Das wäre super. Ach, da ist ja noch ein Totem. Oh, behalt deine blöden Eisbälle jetzt mal bei dir, du Vollsponk. Meine Fresse. Haben's gut gemacht. Ich glaube, wenn du hier solo unterwegs bist, musst du echt einige Gegnergruppen einfach auslassen. Ja. Du bist so platt gemacht von denen. Obwohl eben die skalieren natürlich auch mit nach Anzahl der Personen, die hier reingehen. Und? Ist auch möglich, dass sie alleine viel einfacher sind, die Gruppen hier. Ja gut, das haben wir ja jetzt noch nicht ausprobiert. Richtig, aber habe ich auch kein großes Interesse daran, das Spiel hier alleine zu spielen. Das kommt ja noch oben drauf, ja. So. Das Fire, Cold Damage. Du guckst danach. Jetzt einfach alle. Ich hab da auch keine Zeit nachzugucken. Oh, guck mal, Bossy. Pussy. Pussy. Feral Needle. Hallo, bleib schon bitte hier. Komisches Schlangentier. Spanish Pussy. Smelly Pussy. Chicken Pussy. Dum dum da. Ah, hier geht's weiter. Und zack. Ist hier noch ein Boss mit drin? Nee, aber diese Drecks-Scheiß-Totems. Hier war doch jetzt keins mehr. Doch. Komm, lass doch einfach hier durchgehen. Hier geht's auch weiter. Stairs. So. Dann lassen wir doch einfach hier mal durchgehen und gehen hier durch die Stairs.
I want to teach the world to fap. Es ist geil, wenn ich während meinem Uncharged-Skill eingefroren werde und dann in dieser Pose erstmal bleibe. Ja. Aber ich kann auch einfrieren. Ich glaube ich auch. Bin mir jetzt nicht so sicher. Das Problem ist nur, diese Arschköpfe hier sind resistent gegen Eis. Wundert mich jetzt wenig. Kann ich immer die Kiste aufmachen? So viel Zeit muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Katzi. Vielen Dank. Oh, warte. Wie? Warte. Kannst du nicht einfach sagen, ich soll warten? Ja, da ist noch einer rumgelatscht. Ah. Mit Eis haben sie es jetzt hier, ha? Huh? Legit. So. Ist hier nicht auch noch gerade einer rumgelaufen? Ach, hier unten ist schon der Weg weiter. Ja, eben, die Maps werden jetzt immer kleiner. Zum Glück. Ja. Ich glaube, ich bin da aus Versehen in was reingetreten. Ich gehe jetzt einfach durch. Sowas auch noch. Kommst du mit? Ja. Weil wir sind schon oben. Yay. Huh. Und du ihr müsst euch vorstellen. Bedeutet? Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind ganz am Anfang. Bis hier hochgelaufen, nur um dann gesagt zu kriegen, nein, geh nochmal runter. Ja, also ich gehe jetzt erstmal noch kurz nach Hause. Ja, verkaufen auf jeden Fall. Richtig. Oh, das ist auch wieder eine Claw, aber die ist scheiße. Die ist echt nicht so toll. To fire and lightning resistance. Das sehe ich jetzt erst. What? What? Oh, red ordentlich mit mir, ey. Ich habe auch Gefühle. Nee. Nee. Hast eigentlich recht. So, nee. What the fuck, Gefühle. Feelings. Was ist das hier? Reforge a rare item with new random properties. Ah, okay. What? Give me this rush stuff in here. Activate the Dark Altar. Nee. Das klingt böse. Ja, ich... Kommt bestimmt die Dunkelheit raus oder so. Ich gehe auch einfach... Ach nee, scheiße, geht ja nicht. Yay! Moment. Hast du schon irgendwas aktiviert? Würde ich nie tun. Ich warne dich. Hier ist was zum Anklicken. Warte jetzt mal kurz, bis ich wieder da bin. Ja. Immer diese ungeduldigen Jugendlichen hier. Jugendliche? Ja. Und diese Kinder. Okay, bist du da? Kann ich? Danke. Das merken sie, sagen die... Kossacken. Hey, ja, kill the Wahl, Oversoul. Ich hab Angst. Ich nicht. Ist alles total gechillt hier. Der beschwor noch irgendwas, ne? Hallo, lass dich nicht feiern. I've known your kind since the day I was born, Nightmare. Da würde ich mir echt Gedanken machen, wenn du so Leute kennst, von dem Tag, an dem du geboren wurdest. Ach ja, die. Dann auch gerade noch die Nervigen. Irgendwie habe ich auch den ein bisschen schwerer in Erinnerung gerade. Der hat uns mal noch gewone-hitted. Dich. Ja. Immer schön, ne? Genau. Ja, wobei der echt wehtut, wenn er nach vorne genau diesen Angriff macht. Genau diesen hier. Da wäre es halt gut, wenn man rausgeht. Der sieht schon komisch aus. Attacken werden nicht abgebrochen. Ich finde, der sieht komisch aus. Ja. Ich würde ihn jetzt nicht ernst nehmen als irgendwie die Dunkelheit in Person. Und mir denken, oh, guck mal, der Niedliche. Oder kleine Roboter. Obi-Roboter.
Meinst du, das soll ein Roboter darstellen? Keine Ahnung. Das sieht irgendwie so mechanisch aus. Wo ist er eigentlich? Ah. Ja, der charge sich immer ein bisschen weg. Oder castet sich immer ein bisschen weg oder so. Kann er gerne machen. Eigentlich ist das ganz schön blöd, dass er die Ads die ganze Zeit beschwört. Nee, sonst könnten wir unsere Fläschchen nicht mehr regenerieren. Ja, für uns ist es halt gut, für ihn ist es halt scheiße. Ja, ist halt ein bisschen doof, ne? Aber ist ja auch nur irgendwie eine Wahl-Oversoul. Ja. Wer ist er schon? Wow! Ja. Ja, du wurdest Blaue gerade Strahlen irgendwie böse. weggefistet von ihm. Ja, blaue Strahlen böse. Autsch. Ja, Eis kann ich auch. Bastard. Ich würde aber an deiner Stelle echt rausgehen. Ja. Easy going halt hier alles, ne? Ja. Komm, stirb einfach. Los. Dein Pain. Oh. Brauchst du Fire und Cold Resistance? Einfach alles mitnehmen, bitte. Okay. Hoppala. The day might be mine, but what sort of day is it? It is a good day. To die. Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? You have killed the Wild Oversoul and banished the darkness. Yay! The exit at the top of the ancient pyramid is now open. Oh, gehen wir doch mal da durch, oder? Ja. Oder so. Weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Und herzlich willkommen in Akt Nummer 3! The shadows flee from the glare of the light. City of Sorn. What would it take to burn the shadows from the city of Sorn forever? Was once a very nice city, but now it is a destroyed. Er hat komische Trailer gerade eben gesehen. Oh, ja, Waypoint. Genau. Yay. Yay, Waypoint. Ich porte gerade nochmal zurück in Akt 2. Ja, Dito. Ah, die reden außerdem noch alle mit uns. Humanity has won. Ja, klar. Ah, Humanity. You have made peace. Ja, dass wir es erst ausgelöst haben, das interessiert jetzt schon mal wieder keinen mehr. Thank you for returning our... I am not surprised. I am not surprised. Ja. Ich auch nicht, ob du das glaubst oder nicht, mein Fräulein. So, das packen wir jetzt mal da rein. Das nehmen wir jetzt mal da weg. Ist das überhaupt besser wie das? Level Minion. Was? Block. Reflects 2 physical damage to melee attackers. Eigentlich ist das Ding scheiße, aber es sieht bestimmt geil aus. Moment. Oh ja. Oh ja. Buja? Ja, wie gesagt, eigentlich ist es scheiße, aber ich behalte es mal. So, wie war das hier alles? Identifying. Kann ja mal nichts schaden, wenn man das mal macht. What troubles you bring now? Troubles? Keine Ahnung. Increase Global Critical Strike Multiplier, ja, was auch immer. Das Problem ist, ich habe jetzt schon so die Clown geskillt. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich warte mal. Ich habe jetzt schon so die Clown geskillt, ich kann gar nichts anderes mehr nachher benutzen. Okay. Okay, haben wir den auch wenigstens schon mal ausgetauscht? Warum ist meine Stash leer gerade? Jetzt ist er wieder da. Komische Geschichten hier. Ganz komisch. Nein, ich würde jetzt nicht anfangen, mein Inventar hier aufzuräumen. Ich glaube, dann bin ich noch länger jetzt hier dran beschäftigt. So, das muss reichen.
Potten, Akt 3. City of Sarn. Boah. Okay, würde ich sagen, versuchen wir auf jeden Fall noch in den Außenposten zu kommen. Das würde ich jetzt vorschlagen, ja. Oh, hier war doch der fiese Boss, oder? Hier hat's eigentlich nur fiese Bosse, gerade sie. Danke. Nee, ich meine der uns beim ersten Mal sowas von auseinandergenommen hat. Ja. Warte mal. Ich sehe halt so unheimlich cool jetzt aus mit der neuen Maske. increase Attack Speed. Oh. Und Dexterity. Hast du noch gar nicht gesehen. Nee, du hast mich auch noch nicht gesehen, ne? Ja doch, du hast einen Eimer auf dem Kopf. Ich habe einen Eimer auf dem Kopf, ich bin... Realm is restarting in 20 minutes. Ja, cool. Bis dahin sollten wir noch da ankommen, wo wir hinwollen. Es sei denn, wir verrennen uns jetzt wieder. Hoffe ich doch. Was, dass wir uns verrennen oder dass wir ankommen? Dass wir ankommen, natürlich. Sag mal, waren das nicht diese Käfer, die explodieren? Doch, genau die. Aber erst später, ne? Ja, später kommen da auch noch jetzt... die Mama-Käfer. Scheiß Arschlochviecher hier. Die sind nervig. Ja. Als Fernkämpfer jetzt nicht so, aber als Nahkämpfer, ey, boah. Oh, ich hab schon mal das Wasser gefunden. Du hast schon mal das Wasser gefunden. Das Wasser, das Wasser. Ja, da ist ja der Kartenübergang. Stimmt. Karten über Wasser. Überwässerung. Hallo. Ich glaube, der müsste auch direkt da unten gleich kommen, so wie das aussieht. Ich geh mal gucken. Oh, ich hab Freunde gefunden. Spiel du mal kurz mit deinen Freunden. Ich geh mal hier mit denen spielen. Ich schlag so fest und schnell mittlerweile zu. Ja. Ja, einfach nur. Silvergrin the Foul. Ratatatatu. Oh, ein Boss? Nee, nee. Dingens halt. Ich direkt hier. So. Alles in den. Hier gab's die dicken Käfer noch nicht, ne? Wie? Die Mama-Käfer? Ja. Nee, die kamen erst. Ich glaube, die kamen erst in den Suburbs, glaube ich. Ja, genau. So, und damit sind wir auch im. And yet we continue to build shrines in its honor. Na, zumindest so halt, ne? Im Encampment. Encampment. Das ist auch im Moment noch der letzte. Akt, den sie hier in dem Spiel eingebaut haben. I have no time for a babysitter. Aber, why are you still standing there? Ach, halt die Schnauze. Aber das Ende von diesem Akt soll ein bisschen anders sein. When you've had your now, you must leave. Wie das, was wir schon kennen. Das, was wir kennen, das war eigentlich nicht wirklich ein Ende. Wir haben Pete getötet und dann war fertig. Stand mal wieder am Anfang. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler. Ich meine, hallo. Okay, ne? Ja, es tut uns leid. Stay out of the shadows. 90% der Leute, die zuschauen, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, what the fuck, wer ist Pete? Also, what the fuck is Pete? Ja. Insofern mache ich mir da jetzt überhaupt keine Illusion. Der Hut ist so unheimlich geil. Also sorry, aber... Naja. Viel zu groß, aber geil. So, erstmal hier noch aktivieren. Bereit? Wofür? Der Abmoderation. Für deine legendäre Abmoder-Dingsbums da, ja. Was soll denn das jetzt heißen? Ich habe die Abfälligkeit in deiner Stimme gehört. Mhm. Gar nicht. Mhm. Kannst du es besser? Dann moderier ab. Los, komm da. Ja, also, wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Abos. Daumen hoch. Abos. Halt, sowas, ne? Ja, Geld spenden. Ich bin jetzt auch ziemlich überrumpelt, dass ich hier Abmoderation machen muss. Also hier ohne Absprache habe ich das eigentlich doch ziemlich gut ran improvisiert. Ja, aber schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play mit Daniel und mir in The Path of Exilesen und ja. Macht's gut.